füllen. Und insofern, ich sehe hier einige sehr junge Leute und junge Leute, zukünftige Piper, Drummer, Drummajor. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, ihr spielt schon oder ihr spielt noch gar nicht und ihr wollt es lernen, meldet euch bei der BAG einfach an info@brgev.de schreiben. Die Webseite nypb.de ist noch im Aufbau. Und dann werden wir sehen, wie wir euch ausgebildet kriegen und mit euren lokalen Bands verbinden. Also, ihr seid herzlich willkommen, dabei zu sein. Dann möchte ich auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass wir noch drei Plätze, we still have some free places for the summer school in Heuber, the last week in July. Wir haben noch ein paar freie Plätze, wo Sie Pipes und Drums lernen können, auf der wunderschönen Burg Heuberg im Odenwald in der letzten Woche im Juli. So, jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema. Das Pine Highland Gathering würde es heute so nicht geben, ohne Helmut Hornhefer. Helmut Hornhefer seit 1995 bis zum letzten Jahr 2022 Frontman, kann man sagen, des Pine Highland Gatherings, hat im Prinzip einen sehr, sehr großen Wert neben dem ganzen Team, was im Hintergrund oder neben ihm gearbeitet hat und so vielen anderen Leuten, aber hat er doch einen großen Beitrag zu diesem Gathering geleistet. Und darum wollen wir als Bagpipe Association of Germany ihm hierfür ganz besonders danken. Und ich bitte Helmut mal hier vor zur Bühne. Ich habe für Helmut hier etwas sehr Schottisches, das Quaich. Die Cup of Friendliness oder die Tasse der Freundschaft, gefüllt mit einem schottischen Wasser, Whisky Butter oder auch Whisky genannt heutzutage. Und das werde ich jetzt mit Helmut mal anstoßen und dann spielen wir alle ein dickes Scott and Wave auf Helmut. Danke Helmut, dickes Dankeschön für die langen Jahre der Arbeit. Und hier ein Salute to Helmut Hornhefer. Halt zusammen, get ready for Scotland away. Thank you.
Ja, ich bin ja ein bisschen kürzer als Brian Alexander. Übrigens war ich schon mal hier vor circa 22 Jahren. Damals mit Blackwatch. Er ist ehemaliger Angehöriger britischen Militärs. Wie vorhin schon erwähnt, sind wir sehr stolz darauf, dass wir hin konnten, hier einen Brandwitcher Workshop zu machen. Der war nämlich, wie schon vorhin erwähnt, 5 Jahre lang Senior Dolmetscher des Edinburgh Military Tattoo und später dann ab 2010 des Royal Edinburgh Military Tattoo. Unter anderem auch Chief Instructor Drumming, ja, Army School of Backpackers in Highland Drumming und, was wir mehr noch sagen, er war natürlich auch Senior Dolmetscher und ja, British Army. Hier in Deutschland stationiert und mittlerweile ist er aber aus dem Militärdienst ausgetreten und ist natürlich gerne heute zu uns gekommen und gesprochen. So, er hat hiermit die Instruktion heute übernommen für die Drum Majors. Das sind die Herren, die vor den Pipebands stehen und wir möchten jetzt gerne zu den 4, die sich den Wettbewerb aufgestellt haben, nämlich eine kleine Prämierung machen. Da geht es um das ordentliche Dress, es geht auch etwas um Drill. Brian Alexander hat das abgenommen und hat dementsprechend auch die Preise vergeben. Das heißt, es gibt jetzt eine kleine Prämierung und wir fangen mal an beim 4. Preis. Wir dürfen den Bernd Almeliner. So ist es. Juniorin, wir haben nämlich auch eine junge Dame dabei, bei den Drum Majors, die ist schon von klein an mit uns aufgewachsen, so sage ich das mal. Und sie hat den 2. Platz belegt, nämlich Leonore Prüfer. So, und hier gibt es noch was, eine kleine Besonderheit. Es war einer unserer Drum-Major-Kollegen und hat für den 2. Preis, das heißt für diese junge Dame, seine ehemalige Mace, er hat jetzt mittlerweile eine neue, ihr übergeben, damit sie zukünftig als Drum-Major weitermachen kann. Tolle Sache, vielen, vielen Dank an denjenigen, der es gespendet hat. So, nun haben wir ja natürlich den 1. Platz, wir haben hinbekommen. Jetzt geht's weiter. Den 1. Platz hat belegt, mit Bravour muss man sagen, unser Frank Weber. So, jetzt noch eine Besonderheit und die Trophy möchte er bitte mal hochhalten. Es wurde nämlich ebenfalls vom Scottish Culture Club Peine e.V. ein Wanderpokal, eine Wandertrophy zur Verfügung gestellt, die Bernd jetzt in seiner Hand hält. Die wird er nächstes Jahr möglicherweise wieder verteidigen oder einem anderen dann übergeben.
Das ist eine besondere Angelegenheit nochmal. Vielen, vielen Dank an den Scottish Culture Club Peine e.V. für diesen Sonderpreis für den ersten Platz der Drum Major bei Smartest Drum Major on Parade. So heißt das nicht. Und da darf ich vielleicht noch eins kurz dazu sagen. Ihr habt ja gesehen, hinten ist auch ein Stand von der Deutschen Bundeswehr. Die Deutsche Bundeswehr bzw. das Zentrum Militärmusik der Bundeswehr veranstaltet in Deutschland das deutsche Militär-Tattoo unter dem Namen Musikfest der Bundeswehr in Düsseldorf. Das ist also eine offizielle Veranstaltung des Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr für die Bundesrepublik Deutschland. Und das Zentrum Militärmusik bzw. die Produktion des Musikfestes der Bundeswehr hat für den ersten, zweiten und dritten Platz eine Einladung ausgesprochen, das heißt, die drei ersten Plätze bekommen zusätzlich noch eine Einladung zum nächsten Musikfest der Bundeswehr in Düsseldorf, übrigens am 23. September 2023 dieses Jahres. Unter anderem hat die Bundeswehr eine Kooperation mit dem Royal Edinburgh Military Tattoo, die Leute sind anwesend. Ich bin da auch jedes Jahr als Ehrengast eingeladen vom Generalinspekteur. Das ist immer eine große Ehre, dort sein zu dürfen. Und deshalb hat man auch in diesem Rahmen für die drei besten Plätze diese Einladung ausgesprochen. Da gibt es die entsprechenden Eintrittskarten. Vielen Dank. Jetzt gebe ich weiter wieder an Carsten. So, ich bin zwar nicht der Carsten, aber das macht nichts. Ich hätte gleich mit der Siegerehrung anfangen. Wir sind ganz kurz davor, haben wir noch zwei Menschen, bei denen wir uns ganz herzlich bedanken möchten. Wir haben heute sehr viel tolle Musik gehört, aber ohne zwei Wettkampfrichter, die das Ganze sortiert haben, bewertet haben, wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Von daher möchten wir uns ganz herzlich bedanken, auch im Namen der Stadt Peine, bei unseren beiden Wettkampfrichtern, bei Gordon Laurie und William Black. Und ich kriege die beiden einmal von Ihnen. Wie ist es, Stefan? Stay safe. Wieder, die beiden haben einen ganz fantastischen Job gemacht. Wir können uns ganz gut bedanken für die Arbeit, die wir heute geleistet haben. Okay, so Gordon is still missing. We don't know if he's lost. I don't hope so. So we would like to thank very much for your great work today. Und wir hätten gerne einmal einen ganz tollen Applaus für unsere Schiedsrichter. Dankeschön. So, und jetzt kommt der Teil, auf den die Bands mit Sicherheit schon länger gewartet haben. Wir fangen jetzt an mit der Siegerehrung. Wir machen es wie immer. Die Bands werden in der Reihenfolge Platz 3, 2 und 1 aufgerufen. Und wir bitten dann jeweils einen Vertreter der Band, in der Regel wird es der Pipewatcher sein, dann kurz zur Bühne zu kommen, um euch dann euren Pokal und euren Umschlag abzuholen. Wenn ihr nachher eure Wertungszettel haben möchtet, die werden wir nachher im Judges-Zelt für euch bereithalten. Die könnt ihr euch dann bei uns abholen. So, wir fangen an mit den Great Five von heute Morgen. Auf dem dritten Platz ist die Earth Area Pipes and Drums. So, wir machen auch schon mal weiter. Auf dem zweiten Platz die Great Five Band des FC St. Pauli, Pipes and Drums. Ja.
jetzt kommen wir zu Platz 1 im Great 5. Herzlichen Glückwunsch an die Clan Pipers und Bomundia Pipers. So, wir machen dann gleich weiter mit dem Great Four. Auf dem dritten Platz im Great Four gratulieren wir der Bragischen Pipe. Aber Brandenburger will ich nicht, ne? Die Basis Palmen auf Platz 3 ist Punkteil mit dem Zweitplatzierten. Manchmal kommt da eine Besonderheit im Legebrand zu tragen, dass dann das Piping höher bewertet wird. Daher ist Bragi auf Platz 3. Herzlichen Glückwunsch. Und auf dem zweiten Platz mit der gleichen Punktzahl. Herzlichen Glückwunsch an die Riverside Alliance Piping. So, und jetzt kommen wir zu Platz 1 im Great Four. Und wir gratulieren ganz herzlich mit einem starken, großen Applaus der Beatrix Piper. So, dann kommen wir gleich zur Siegerehrung im Grade 4 MSA. Eben hatten wir eine Punktgleichheit auf Platz 3 und 2 und wir steigern uns noch. Wir haben jetzt eine Punktgleichheit auf den Plätzen 1 und 2. Auf dem dritten Platz im Grade 4 MSA. Ganz herzlichen Glückwunsch an unsere Freunde aus Bremen, Rest of God. So, und jetzt kommen wir im Great Four MSA zum zweiten Platz. Wie gesagt, punktgleich mit Platz 1. Gratulieren wir ganz herzlich der Bragi Piper. So, und auf dem ersten Platz im Grade 4 MSA. Ganz herzlichen Glückwunsch an die Beatrix Piper. Das heißt aber,
war nicht das. Ja. So, jetzt bin ich mit meinem Teil der Siegerehrung durch. Jetzt übergebe ich an Carsten, der wird jetzt die Siegerehrung in den Great 3, 2 and Open Bundle. Ja, so sieht es weiter aus, ne? Da fliegen die länger richtig gut. Gut, während die einen sich noch freuen, fangen wir an und beginnen mit dem Grade 3. Auf dem dritten Platz in Grade 3 ist eine Band aus Deutschland. Und ich kenne einen von den Tenordrummern sehr gut. Das ist die Nilschild Forest Falcon. Es geht weiter auf dem zweiten Platz, the second place. Boah, Alter. Eine Band aus Dänemark, aus From Denmark, the Heather Pipes and Drums. Okay, and first place, grade 3, a band from the Netherlands, the Concord Pipe Band. Zwei teilgenommen. Und das sind die mit Abstand besten Bands am heutigen Tage, meiner persönlichen Meinung nach. Ich habe auch eine Meinung dazu. Auf dem zweiten Platz, der junge Mann war gerade eben davor, Concord Pike Band. Und das heißt natürlich im Unterschluss auf dem ersten Platz, die Nilschild Forest Pike Band. Haben auch einige Bands dann teilgenommen. Ich sage jetzt nicht wie viele, weil ich es einfach nicht mehr weiß. Aber ich weiß, dass eine Band aus Dänemark auf dem dritten Platz ist. Und das ist Heather Pipes and Drums. Open Grade. Zweiten Platz in second place goes to the Netherlands, the Cocker Pipe Band. Amen.
Und jetzt kann ich wieder Deutsch sprechen, weil es ist eine deutsche Band, die diesen Wettbewerb gewonnen hat. Sind die Nutschheit for the Spiker. Noch eine Band. Ich hoffe, ihr seid ja noch alle da. Hier auf der linken Seite bitte ich die Menschen noch ein wenig Platz zu machen, weil jetzt passiert etwas, was sehr beliebt ist. Ja. Für die Bands, the sheet, you're gonna get the sheets over there in the judges' tent after the prize giving ceremony. Okay. Dankeschön. Ja. Der Peter Gies bittet mich nochmal zu sagen, dass alle drei Menschen hier bitte nochmal dann am Anschluss vor die Bühne kommen. Okay, ja, das war's von unserer Seite. Wir haben das dieses Jahr das erste Mal gemacht. Ich hoffe, ihr wart allgemein zufrieden. I hope you enjoyed the day. I hope you enjoyed the competition. It's very, very hard competition. And we hope to see you next year. When we get more Pikings in the Stadtpark Pioneer. Wir müssen einfach sagen, Dankeschön, vielen, vielen, vielen Dank den vielen Bands, auch den vielen Helfern und den vielen Stewards, die heute da waren am gesamten Tag und alle Bands begleitet haben. Und morgen ist auf jeden Fall auch noch ein Tag, da gibt es insgesamt über 190 Einzelwettbewerbe. Das ist einer der größten Einzelwettbewerbe, die es überhaupt gibt, die jemals unter die Ohren gekommen sind. Und da werden Sie auch wieder ganz viel Dudelsackmusik hier im Stadtpark hören. Ich möchte mich im Namen von Kai, Nicole und Tanja von euch verabschieden, mich bedanken und Kai möchte auch noch was sagen. Ja, ihr werdet das nachher vergessen, weil das darf nicht vergessen werden. Wir möchten uns gerne noch bei jedem, der hier irgendwie helfend Hand angelegt hat, ob es um Catering ist, die Herrschaften arbeiten immer noch, ob es die Stewards sind, ob es der Vorstand ist, ob es wer immer. Wir möchten uns bei jedem, der irgendetwas für diesen Erfolg dieser Veranstaltung heute auch noch beigetragen hat, möchten wir uns als Moderatoren des heutigen Tages ganz herzlich und persönlich bedanken. Vielen Dank und bitte nochmal einen Applaus. Ich sage mal Tschüss. Ne? Each band march out with our own tune. Okay? See you next time. Bye bye.